Günstiges Gold, Diablo 4 Items und weitere Boosts gibt es bei AOE AHA. Checkt den Link in der Beschreibung. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Kurzbeitrag schauen wir uns die generellen Veränderungen an, die mit der nächsten Season auf uns zukommen. Nachdem ich endlich die neuen Unique Items gefunden und ausgiebig getestet habe, konnte ich mir nun ein endgültiges Urteil zum Season 5 PTR bilden. An meinen Bildempfehlungen ändert sich aber grundsätzlich erstmal nichts. Ich habe für euch auch schon verschiedene Builds vorbereitet, welche die Grube auf Stufe 101 sehr schnell laufen können. Mein Fokus wird also wieder auf Speed Clear und Bosskiller Builds liegen. Die vorläufigen Planer-Links zu meinen Season 5 Builds findet ihr unten in der Beschreibung. Die werden in Zukunft dann auch upgedatet und zum Season-Start werden auch noch die Guides rauskommen. Kurz die wichtigsten Veränderungen im Überblick. Mit der infernalen Horde kommt ein neues Endgame-Event ins Spiel. Dort muss man bis zu 10 Monsterwellen überstehen, wobei man jede Runde eine neue zusätzliche Mod wählt, welche für stärkere Gegner, aber auch höhere Boni sorgen. Die Mods stapeln sich und verbleiben bis zum Ende des Events. Hat man alle Wellen überstanden, bekämpft man die drei Mitglieder des Hohen Rates. Storytechnisch eine schöne Vorbereitung auf die Erweiterung Vessel of Hatred. Am Ende kann man die gewonnenen Ether-Punkte in Belohnungen umwandeln, dabei wählt man gezielt zwischen Gegenständen, Materialien und Gold aus. Wer es schafft, 250 Punkte zu sammeln, kann auch die große Kiste öffnen, welche einen Gegenstand mit großem Affix garantiert. Dann gibt es auch eine sehr praktische Veränderung bei allen Endgame-Bossen. Sobald das Übel besiegt ist, spawnt nämlich direkt ein neuer Beschwörungsaltar. Lästige Ladezeiten und das Zurücksetzen der Dungeons werden damit nicht mehr nötig sein. Das ist vor allem auch bei Varshan und Grigor vorteilhaft, so wird man die Materialien viel schneller umwandeln können. Unix und Über-Unix soll man künftig auch vom Flüsterbaum und beim Glücksspiel bekommen können. Die Droprate von Über-Unix abseits der Bosse wird dafür auch etwas angehoben. Die Grundwerte einiger Waffentypen wurden auch etwas verändert, wie dieser Tabelle hier zu entnehmen ist. Zauberstäbe richten zum Beispiel in Zukunft extra Schaden an Verwundbaren an und Äxte Schaden über Zeit. Außerdem werden einige Klassen mehrere verschiedene Waffentypen benutzen können. Zorg zum Beispiel bekommt Zugriff auf Einhandknüppel und Schwerter. Druiden können mit Stangenwaffen, Einhandschwertern und Dolchen hantieren. Und Nekros können Äxte und Knüppel verwenden. Für einige Unique-Waffen wird es damit neue Anwendungsmöglichkeiten geben. Dann gibt es auch noch ein paar neue Unique-Items, die in den Patchnotes nicht beschrieben wurden. Die Krone von Lucion wird für verschiedene Caster-Builds interessant werden, allem voran die neuen Kettenblitz-Builds. Gute Exemplare werden also sehr wertvoll sein. Wichtig ist hierbei vor allem der Wert ganz unten beim Aspekt. 25% Schadenserhöhung sind das Maximum. Ein großes Affix auf Kernfertigkeiten wäre natürlich auch noch klasse. Ich denke, dieser Helm wird aber auch für Frostkugel-Mages interessant, sowie auch für diverse Druiden-Builds. Ein neues Unique-Item, das man auf jeden Fall auch kennen muss, ist der Splitter Veratiels. Dieses Einhandschwert wird alle Builds, die ihren Schaden mit Basisattacken austeilen, sehr stark pushen. Allein der einzigartige Aspekt unten gibt bis zu 300% erhöhten Schaden. Und dazu kommen dann noch extra Ränge auf Basisfertigkeiten sowie Angriffstempo. Da die Zauberin ja zukünftig auch Schwerter tragen kann, wird das womöglich die Rettung für Feuerblitz-Builds sein. Man wird zwar nicht mehr unsterblich, doch der Schaden steigt mit dem Schwert gewaltig. Auch Bash und Flay-Barbaren profitieren sehr stark von dieser Waffe. Beim Test an der Puppe erreiche ich aus dem Stegreif schon viel höhere Schadenszahlen. Obwohl der Schadensroll auf der Waffe nicht wirklich gut ist und die Aufwertungen erst bei Stufe 8 sind. Da die Basisattacken mit der Waffe 25 Wut kosten, jedoch weiterhin auch Ressourcen erzeugen, reicht es, den Ring der sternlosen Himmel einzubauen. Andernfalls wird man etwas Kostenreduktion benötigen. Um die erste Wut zu erzeugen, wenn man komplett leer ist, hilft zum Beispiel der Aspekt der ausgesprochenen Ermächtigung oder ganz einfach der taktische Schlachtruf. Weitere Builds, die stark von der neuen Waffe profitieren werden, sind Herzsucherjäger. Und da dies alles sehr beliebte Builds sind, wird ein gutes Exemplar vom Splitter auch sehr wertvoll sein. Priorität liegt hier beim Roll des Aspekts,
und große Affixe auf Ränge und Angriffstempo für Basisattacken. Dann kommt noch ein paar Unique-Stiefel mit Abklingzeitreduktion ins Spiel. Auch diese Stiefel werden sehr gefragt sein und somit einen brauchbaren Handelswert haben. Hier ist vor allem ein großes Affix auf Abklingzeitreduktion begehrt. Insgesamt kommen noch viele weitere neue Uniques, von denen noch nicht alle bekannt sind. Meine Bildempfehlungen für Season 5: beim Barbaren definitiv Flay, wobei Wirbelwind und Bash auch noch ihre Vorzüge haben. Der Wirbler bei Speed Clears und der Bash-Barb ist ein starker Budget-Build. Beim Magier auf jeden Fall Kettenblitz, allein schon weil es etwas Neues ist. Alternativ Feuerblitz oder gar Kugelblitz, denn auch das sollte mit dem neuen Helm mächtig abgehen. Beim Jäger empfehle ich Heartseeker oder Klingensturm, je nachdem ob man lieber Fern- oder Nahkampf möchte. Und beim Druiden hat auf jeden Fall Tornado wieder eine Menge Potenzial, aber genauso auch alle anderen Kernfertigkeiten. Hier würde ich mich noch nicht festlegen, aber definitiv wird man mit den neuen Handschuhen Björnfang und mit Kataklysmus spielen, den man problemlos durchgängig aufrechterhalten kann. Beim Totenbeschwörer werden Minion-Builds auch nach den Nerfs noch stark sein und ich rechne mit ein paar starken Knochengeist-Builds. Leider hat es mir selbst an Zeit und Ressourcen gefehlt, um hier Näheres zu testen. Insgesamt wird die fünfte Season richtig gut und auch wenn ich schon wieder sehr starke Mages und Barbs kommen sehe, gibt es auch bei den anderen Klassen sehr starke Möglichkeiten. Es bleibt also spannend. Fürs Erste verabschiede ich mich, macht es gut und möge der Loot mit euch sein. Folgt mir. Danke. Wiedersehen.